Als erstes machen wir den Smoker an. Jetzt haben wir den Hund auf dem Video. Heute ist Tag 21 der Volksdurchsicht. Das heißt, vor 3 Wochen habe ich hier das letzte Mal reingeschaut. Vor 3 Wochen war auch noch mal eine Ameisensäurebehandlung fällig. Heute ist es schon so spät im Jahr, dass wir mit der Ameisensäure gar nicht mehr weiterkommen. Weil bei 12 Grad braucht man das gar nicht erst dran denken. Was ich heute mache, ist noch mal die Durchsicht. Und auch nochmal die Sicherstellung, dass das Volk auch so, wie es jetzt dran steht, stabil ist. Das ist heute auch tatsächlich der letzte Tag der Durchsicht mit dem 21-Tages-Rhythmus. Sofern dieses Bienenvolk jetzt okay ist, gehe ich danach in meine Winterrhythmen rein, die laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung dann in 6- bis 8-wöchigen Rhythmen erfolgen. Das heißt, ab heute, wenn das Volk okay ist, gucke ich das nächste Mal in 6, 7 oder 8 Wochen mal rein. Und damit meine ich dann auch keine wirklichen Volksdurchsichten. Eine Volksdurchsicht im Winter macht nur dann Sinn, wenn man die Klappe öffnet und merkt, hey, da stimmt was nicht mit meinem Bienenvolk. Sofern das Volk okay ist, Klappe auf, kurz reinschauen, Bienenvolk okay, Klappe zu, wieder zum nächsten. Ich zeige euch die Winterkontrollen in den nächsten Videos. Oh ja, und bevor wir das jetzt öffnen, zeige ich euch das Thema der Windel-Varroa-Diagnose. Die Windel ist jetzt hier eine Woche lang drin. Und zwar habe ich die Windel 14 Tage nach meiner letzten Ameisensäure-Varroa-Behandlung eingeschoben. Prinzipiell ist es so, bei Ameisensäure-Behandlung heute muss ich 14 Tage lang warten, bis ich wieder einen natürlichen Milbentotenfall habe. Jede tote Milbe. Mit wohlgemerkt dem natürlichen Milbentotenfall entspricht noch 500 lebendigen Milben im Volk. Und wir sind jetzt in der Jahreszeit, wo keine Milbe pro Tag runterfallen darf. Das heißt, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, 7 Tage war die Windel drin. Alles über 7 Milben ist schon wirklich gefährlich für das Bienenvolk. Und dann muss man nachlegen mit der Behandlung. Wir zählen einfach mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt rechnen wir da nochmal ein paar drauf. Also wir sind hier leider viel zu viel. Seht ihr, da krabbelt sogar noch so eine Milbe einfach so lang. Es sind zu viele Milben. Müssen wir jetzt mal ganz genau reingucken, was wir da jetzt machen können. Möglicherweise kann aber das Bienenvolk auch die ganze Sache kompensieren. Das hängt jetzt nämlich auch von der Volksgröße ab und von meiner Einschätzung, wann ich das Volk mit Oxalsäure dann auch behandeln kann im brutfreien Zustand, weil ein paar Wochen halten sie auch mit den erhöhten Milbenanzahlen aus. Das, was übrigens hier auf dem Brett rumkrabbelt, sieht aus wie so ein kleiner Wasserfall hier, das sind Pollenmilben. Hier sieht man sie ganz deutlich. Ich hoffe, die Kamera zeigt es, dass ich jetzt meinen Kopf auch richtig halte, dass ihr das sehen könnt. Kleine Punkte, die sich bewegen. Pollenmilben. Gar kein Problem. So, dann gucken wir mal rein, was die Bienen da machen. Die Windel, die schieben wir wieder rein. Die Windel bleibt übrigens auch über die kalte Jahreszeit immer unterm Bienenvolk. Das reduziert den Futterverbrauch um ca. 3 Kilo. Wir haben hier auch noch das Schwammtuch drin, das nehmen wir heute definitiv raus, wird nicht mehr benötigt.
Nochmal den Rest abkratzen. So, liebe Bienen, was macht ihr denn? Was ich jetzt auch überprüfe, ist das Gewicht des Honigraums. Hier haben wir mehr als genug Nahrung für die Bienen drin im Winter. Ich fühle das immer am Gesamtgewicht, wenn ich das hier anhebe, ob das ausreicht. Und hier sieht auch erstmal das ganze Volk wirklich vital und gesund aus. Wir wissen allerdings aus der Windeldiagnose, dass hier in dem Volk tatsächlich noch viel zu viele Milben an Bord sind. Ich überspringe jetzt bei der Durchsicht die Randwaben, weil die wirklich nicht mehr interessant sind. Ich möchte direkt den Kern des Bienenvolkes anschauen. Und den haben wir hier. Ja. Wow. Also das ist doch mal ein geniales Bienenvolk. Bei so einem starken Volk. Wir haben heute den 7. November. Und um die Jahreszeit so ein riesen Bienenvolk, besser kann es einfach nicht sein. Jetzt wird mir auch klar, warum wir hier einen erhöhten Milbenfall haben, weil die Bienen ihr Brutnest wirklich extrem stark bereits eingeschränkt haben. Das möchte ich jetzt in dem Video euch genauer zeigen. Hier ist nämlich tatsächlich die allerletzte Brutwabe. Die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, deswegen nehme ich die jetzt auch einzeln. So, ich zeige mal drauf. Also hier ist wirklich die letzte Brut. Wenn ich dann hier in die Zellen reinschaue und hier Eier sehe, dann würden sie nochmal eine Runde starten. Aber ich sehe hier nur die letzten verdeckelten Brutzellen. Und es ist auch ganz natürlich, dass nicht immer die Windeldiagnose auch ein korrektes Ergebnis anzeigt, weil genau in der Sekunde, also der Übergang, der ja über ein paar Tage stattfindet, von dem Schlupf der allerletzten Brutzellen, dass dann da nochmal danach ein erhöhter Milbentotenfall ankommt, das ist normal. Und dem Bienenvolk hier geht es so gut, das kann ich allein schon über die Optik ermitteln, dass ich hier definitiv sagen kann, hey, bloß keine Milchsäure, keine weitere Ameisensäure. Die Milben sind noch zu viel, aber in 3 Wochen ist dieses Bienenvolk definitiv komplett brutfrei. Und dann kann ich mit der Oxalsäure drüber gehen, um die Restmilben aus dem Volk zu holen. Zur Oxalsäurebehandlung habe ich bereits Videos draußen. Die werden natürlich dieses Jahr nochmal nachgeholt mit der GoPro-Kamera, um euch auch das noch mal etwas genauer zeigen zu können. Okay, also wenn ich das Video jetzt nicht drehen würde für euch, dann hätte ich jetzt bei dem Volk definitiv nur 2 Waben oder 3 aus der Mitte rausgezogen. Ich wollte jetzt für das Video ein bisschen genauer machen. Aber auch hier die Randwaben überspringen wir jetzt. Nächste Wabe wieder rein. Wichtig im Sommer sowie auch im Winter ranschieben. Einmal, zweimal und zwar mit Druck. Honigraum wieder draufsetzen. Oh oh, eine Biene am Rand, die muss weg. Oh, ist das schwer. Die Bewertung. November, keine Behandlung. Verhalten plus Vitalität plus Entwicklung ausgezeichnet. Honig haben sie gut eingelagert. Propolis kann ich nicht mehr bewerten um die Jahreszeit. Hier nochmal nachziehen. Beine abgeflogen. Deckel drauf. Und da ich jetzt, wie gesagt, in meinem Rhythmus drin bin, das Bienenvolk wird in 6 Wochen einfach wieder geöffnet. Dann komme ich auch direkt mit der Behandlungszeit hin. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal hier bei dem Video sehen, dann mache ich doch gleich für dieses Bienenvolk auch die Oxalsäurebehandlung fertig.
Ich möchte euch noch zum Abschluss eins der ja wirklich tollen Entwicklungen hier zeigen von diesem Homehive-Modell, weil jeder Imker, der mit meinem Homehive arbeiten möchte und schon bereits tut, hat die Möglichkeit, sein Bienenvolk während der Saison, aber eben auch im Winter, von einer ziemlich großen Hinterklappe anzuschauen. Bei mir ist es so, ich kann in der Winterzeit bei diesen 6- bis 8-wöchigen Kontrollterminen ein Bienenvolk auf Gesundheit und eventuell Probleme bereits durch die Hinterklappe erkennen. Und ich zeige euch, wie gesagt, das, wie man im Winter jetzt auch die Völker öffnet. Ich mache die Klappe auf, guck rein und wenn alles gut ist, mache ich die Klappe wieder zu, lasse die Bienen in Frieden. Und nur wenn ich von der Hinterklappe dort eine Anomalie erkenne, zum Beispiel Nachschaffungszellen, die ich dann seitlich sehen würde, oder ein unruhiges Bienenvolk oder einen erhöhten Totenfall, nur dann würde auch ich im Winter ein Bienenvolk wirklich richtig öffnen wollen und auch die Brutwaben bzw. die Königin suchen, checken, ob die Bienen gesund sind, was ich machen muss etc. etc. So, die Klappe machen wir hier wieder zu, weil hier ist ja alles perfekt. Die Bienen lassen wir hier weiter arbeiten. Und dann würde ich jetzt sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.